geht es um die wörtliche Rede. Und auch um die Anführungszeichen, Redezeichen oder Gänsefüßchen, die du dafür brauchst. Wie das funktioniert, erkläre ich dir. Die direkte oder wörtliche Rede, das ist das, was jemand sagt, beim Sprechen oder auch als Text, in einem Schriftstück, zum Beispiel in einem Buch. Stell dir vor, Niklas sagt: Ich will spielen. Oder in einem Buch steht, in einem Märchen, Rotkäppchen und der Wolf: Rotkäppchen rief: Ich habe Angst, bitte tu uns nichts. Die wörtliche Rede besteht aus 4 Komponenten. Du hast immer den Begleitsatz, das ist die Person, die spricht. Hier zum Beispiel, Niklas sagt. Dann hast du das, was sie sagt, also die Aussage oder die Frage. Ich will spielen. Du hast die Anführungszeichen, die Redezeichen, die die direkte Rede umschließen, am Anfang unten und am Ende oben. Und dann brauchst du noch die normalen Satzzeichen. Vor der wörtlichen Rede den Doppelpunkt und am Schluss den Punkt oder das Ausrufezeichen oder das Fragezeichen. Noch ein Beispiel. Mein Freund ruft. Das ist der Begleitsatz, derjenige, der etwas sagt. Anführungsstriche unten. Ich will jetzt ein Eis. Ausrufezeichen, Anführungsstriche oben. Ich will jetzt ein Eis ist die wörtliche Rede. Sie steht in den Anführungszeichen oder Redezeichen oder Gänsefüßchen. Und dann hast du noch den Doppelpunkt und am Satzende das Ausrufezeichen, weil es hier um einen Ausruf geht. Der Begleitsatz, der kann am Anfang, in der Mitte und am Ende stehen. Am Anfang, Ina fragt, Anführungsstriche unten, wann ist Silvester? Fragezeichen, Anführungsstriche oben. Oder, wann ist Silvester? Fragt Ina, dann steht der Begleitsatz hinten. Und wenn er in der Mitte steht, kann das so aussehen. Morgen, sagt Lara, ist Silvester. Hier ist der Begleitsatz in der Mitte. Die wörtliche Rede steht aber immer in den Anführungszeichen. Crafty fragt dich jetzt: Hast du alles verstanden? Wenn nicht, schreibe es in die Kommentare. Verbesserungsvorschläge hören wir immer gerne. Dieses Video ist von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like und abonniere unseren Kanal.